Luca Campagnoli, heute um 14:30 Uhr im Derby gegen so HC Siders. Was hat aus eurer Sicht heute den Unterschied gemacht? Ja, ich glaube, sie haben uns am Anfang mit einem Goal ein blöd verwünscht. Nach dem Ausgleich habe ich das Gefühl, wir haben das Spiel im Griff gehabt. Wir haben es auch angesprochen, dass wir mehr laufen müssen und Zweikämpfe gehen. Und ich glaube, das ist uns ab dem zweiten Drittel besser gelungen. Und dann haben wir das Spiel im Griff gehabt und können sauber über die Runde bringen. Also war das letzte Spiel von der Qualifikation. Ihr seid als Vierter sicher gewesen. Trotz dem Derby, habt ihr da gleich noch vollen Einsatz gezeigt oder hat man sich ein bisschen geschont auf die Sicht auf die Playoff? Nein, ich glaube nicht geschont. Ich meine, für uns war klar, wir haben das Derby unbedingt gewinnen. Vor allem auch, weil wir die Saison zweimal gegen verloren haben. Unser Ziel war, dass wir diese Serie ausgleichen. Und da war jeder schon noch mal heiß, um den Match zu gewinnen. Ja. Für euch persönlich ist seit langem der erste Playoff wieder, weil er verletzungsfrei kann sein. Wie ist das Gefühl für euch? Ja, ich freue mich natürlich riesig. Letztes Jahr musste ich leider wegen der Operation passen und schlussendlich spielen wir Hockey wegen den Playoffs. Und ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr dabei sein kann.